Ja, liebe Julia, das ist die Lerche und nicht die Nachtigall. Wobei ich glaube, dass die liebestolle Julia was anderes meinte. Aber ist auch egal. Damit erstmal moin und herzlich willkommen zum Bonsalder Kleinholz. Ja, meine kleine Lerche. Auch schon durch einige Videos bekannt. Blendet euch das mal irgendwo ein. Mein Anfängerfehler, wo mir tatsächlich der Draht eingewachsen ist. Ich weiß nicht, ob man es noch sehen kann. Hier zum Beispiel relativ heftig. Hier oben sitzt er sogar noch drin. Aber das ist alles schön zugewachsen. Und ich finde, tut der Optik keinen Abbruch. Ja, und wie ihr seht, steht sie schon wieder stark im Draht. Aber diesmal werde ich tatsächlich mal drauf besser aufpassen. Ich hoffe es. Ja, worum geht's heute? Ja, ne, weil die auch so tapfer ist und weil sie alles gut überstanden hat, gibt's mal heute das nächste Level. Und sie zieht um in eine richtige, echte Bonsaischale. Ja, und wie wir das hinkriegen, das schauen wir uns jetzt an. Also komplett durchgewurzelt ist sie noch nicht, das ist alles noch schön locker. Trotzdem gibt es mal was Frisches. Diesmal auch mit einem höheren Kirio-Anteil. Mal schauen, wie sie das findet. Sieht man auch mal die Vorteile eines lockeren Substrates. Das kann man wunderbar hier bloß mit den Fingern erledigen. Also ich brauche die Wurzel nicht mit irgendwelchen Gegenständen malträtieren. Oder mit der alten Gabel von Oma. Ja, ich sage, kürzen wir erstmal ein bisschen die Länge ein. Den Rest machen wir gleich im oberen Bereich des Wurzelbands in der Schale. So, geht die Lerche noch mal kurz ein bisschen ins Wasserbad, damit sie hier in der Sonne nicht austrocknet. Und ich bereite mal die Schale vor. Wer jetzt interessiert, das Substrat ist ja ein bisschen anders. Ich habe jetzt hier auch keine erste Schicht Pimskis, weil, so wie man das sehen kann hier, ist das relativ grob. Und ich habe diesmal ein bisschen was geändert. Ja, Fibotherm ist es immer noch als Grundmischung. Dazu kommt auch noch Pimskis, Pinienrinde haben wir hier noch drin. Und Kirio. Kirio Zuma, wie es auch immer heißt, ihr wisst, was ich meine. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ja, dann werden wir diesmal natürlich, nicht so wie bei den letzten Malen, ein bisschen auf die Position achten. Nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Das heißt, wir müssen jetzt aber mal ein bisschen jonglieren hier. Ihr sagt halt, wenn es gut ist, ne? Anders Scherz. Ich
wollte sie absichtlich ein bisschen außerhalb der Mitte platzieren, weil, wie ihr hier seht, das Oberteil ja quasi wieder zurückkommt und dann mehr oder weniger mittig steht. Und genauso will ich das auch haben. So, ich würde sagen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und den Kollegen hier kümmern wir uns nachher noch. Deswegen würde ich sagen, passt das erstmal so. Ja, und dann heißt es erstmal, bevor die wilde Fahrt losgeht. Okay. Ja, ich glaube, ich habe schon häufiger betont, ich bin eigentlich kein Freund dieser Andrahterei. Aber da diese Schale hier relativ flach ist, möchte ich mal tatsächlich auf Nummer sicher gehen. Ich würde sagen, das wird so meine neue Vorderseite. Und deswegen würde ich sagen, passt das auch schon so. Ein bisschen das Wirrwarr einkürzen. Was ist das schon? Also der Kollege hier. Geht gar nicht. Ach, das hier steht ein bisschen hoch. Das nehmen wir mal weg. Die Länge einkürzen. Vorschauen hier. Gehen wir einfach mal in die Richtung, dann passt das schon. Hey, der will doch mal weg. Also, da die Leiche sehr jung ist, wird sich da auch noch einiges tun. Deswegen bin ich da jetzt mal nicht so akribisch. Und wie ihr seht, da kommt auch jede Menge nach. Tschüss. Das steht mir auch sehr hoch hier. Ja, ich
sagen. Deckel drauf. Sally werden wir jetzt hier mal ein bisschen stochern, aber nur um ein bisschen mehr Substrat drauf zu bringen. Ich mache das mal ein bisschen vorsichtig. Das sieht schon deutlich besser aus. Ausgesetzt, man drückt ihn nicht wieder nach oben. Okay. Immer noch ein bisschen Grünzeug hier. Ja, so viel zum neuen Zuhause. Dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen um die oberen Sachen kümmern. Wie ich vorhin schon gesagt habe, also das ist für mich die Vorderseite und da haben wir hier ein Problem. Apropos Problem, ich werde nachher noch ein paar Steine drauflegen, damit er erstmal ein bisschen fester bleibt. Funktioniert immer wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, der Kollege hier, definitiv, der muss weg. So machen steht er immer noch ein, also gehen wir ganz zurück, ein bisschen lassen wir stehen. Tatsächlich lasse ich das auch noch stehen. Ich weiß nicht, ob diese Knospe hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da ist tatsächlich eine Knospe, ob sie es überlebt oder nicht, wir werden sehen. Wir lassen sie erstmal dran. Dann schauen wir mal weiter. Das ist alles hier relativ lang. Ja, Kollege, da kürzen wir auch nochmal ein. Das wird hier ein bisschen knapp, gehen wir auf zwei Knospen zurück. Ach, das hier in die falsche Richtung. Das nehmen wir noch mal raus. Und tatsächlich finde ich die Seite dann schon mal gar nicht so schlecht. Schauen wir mal hier oben. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter. In die Richtung. Zurück. Das gefällt mir wohl nicht. Hier haben wir eine Knospe, also gehen wir auch wieder zurück. So, dann haben wir hier den oberen Kollegen noch, der natürlich jetzt genau gerade auf mich zukommt, wie ihr seht. Schauen wir mal, ob wir das noch ein bisschen ändern können. Schlecht aus. Nach oben.
Okay. Die Kollegen hier wollen mal ein bisschen nach vorne holen. Könnte noch ein bisschen weiter raus hier. Ja, dann würde ich sagen, passt das erstmal soweit. Es ist doch immer wieder erstaunlich, was mit einem relativ unscheinbaren Baum passiert, wenn man ihn in eine schöne Schale setzt. Ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir. Das nächste Level der Lerche. Ich hoffe, es hat mal wieder ein bisschen Spaß gemacht und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Anschließend zeige ich euch hier noch ein paar Bilder, unter anderem mit Grün. Also so die nächsten Stationen, der nächsten Tage und Wochen. Und in diesem Sinne sage ich schon mal bis denne, bis zum nächsten Mal, euer Christian.